Ich finde es immer wieder erstaunlich, was man so in der Natur alles basteln kann. Und der Grill ist doch besser geworden, als ich dachte. Man kann ihn locker hier die Höhen verstellen oder die Position, indem man ganz einfach die Standbeine verstellt. So, ich habe die Nacht hier verbracht und hier kommt mein Fazit. Ja, so wie ich mir das vorgestellt habe, ist es leider nicht gelaufen. Das Bett, was eigentlich ein Bett sein sollte, also nur aus Moos, war relativ noch feucht. Es wurde halt nicht trocken. Das ist der große Nachteil, wenn die Sonne hier nicht reinscheint und diesen Ort trocknen kann. Somit baue ich mir nächstes Mal auch ein Bett, wenn ich hier die Nacht wieder verbringe. Und ja, ansonsten habe ich meistens so 2 bis 3 Stunden durchgeschlafen. Eigentlich ein sehr gutes Fazit. Das Feuer ging halt aus, das habe ich dann gemerkt. Und dann musste ich halt wieder aufstehen und das Feuer am Laufen halten. Ohne Feuer war es doch noch ein bisschen zu kalt. Und ja, das alles hier ohne Decke, ohne Isomatte, ohne Schlafsack. Und wie man sieht, man kann diese Nacht wirklich locker überleben.